Da habe ich wohl letztes Mal aus Versehen weitergedrückt und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2017. Da habe ich wohl aus Versehen weitergedrückt und deswegen fahren wir jetzt mit einem 1995er Ferrari 412 T2 in Bahrain kurz und versuchen 12 Kontrahenten in 4 Minuten 20 zu überholen. Und ich bin absolut nicht im Training, weil ich jetzt ewig keine Runde mehr gefahren bin, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Achso, dann brauchen wir natürlich auch mal Pause, Kollege. Wir müssen ja ganz kurz natürlich voll in Action treten mit Lenkradcam. Hallo an dieser Stelle. Und dann geht's los, würde ich sagen. Überhaupt keine Ahnung, wie sich das Auto fährt. Ah, voll verbremst. Okay. Ja, wir biegen hier ab. Alles klar. Mal ganz kurz dran gewöhnen. So, jetzt haben wir langsam ein bisschen Gefühl für das Auto. Das sieht jetzt schon viel besser aus. So, jetzt wird es wieder schwierig hinten nach der langen Geraden einen Bremspunkt zu finden. Ja, 150er Schild erwies sich als ganz okay. Ja, da konnten wir jetzt nicht innen reinstechen. Den schnappen wir jetzt auch hin. Auto fährt sich tatsächlich ziemlich gut. Für das, dass es schon so alt ist, wundert mich tatsächlich ein bisschen. Ich sehe gerade. Ah, jetzt habe ich weggeguckt. Mal ganz kurz was gucken. Ich kann nämlich keinen Ton an singen. Machen wir ganz kurz einen Cut und ich schaue, was dafür das Problem ist. So, wir sind wieder da. Ich habe jetzt auch Ton vom Auto, aber wir werden eh gleich nochmal fahren. Gehe ich sehr stark davon aus, dass wir das nicht mehr schaffen werden in 2 Minuten. Deshalb. Hoppala. Versuchen natürlich jetzt mal das Limit rauszufinden, damit wir nachher schon pushen können. Dann catchen wir hier. War vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, wir werden es auf jeden Fall nicht schaffen. Aber Flo macht den Meister. Ja, das werden wir gleich nochmal versuchen.
volle Concentration. Gleich meinen ersten gesniped. Bisschen später für Bremsen, bisschen nach außen. Aber war noch okay. Alter, haben wir eine bessere Beschleunigung, das ist ja unfassbar. Ich weiß natürlich auch nicht, ob wir ein besseres Setup dafür haben. Aber hat nicht ganz so viel gekostet, glaube ich. Konnten wir die Linie noch ganz gut halten. Ne? Wir haben das super überholt. Ich schalte er mir nicht so runter, wie ich mir das vorstelle. Auch noch ein fettes Gemisch. Dann pushen wir mal richtig. Das Auto ist echt brutal. Durchgestochen. Wunderbar erwischt. Wir haben schon 8 von 12 und wir haben noch 1,5 Minuten auf der Uhr. Vorne fährt ein Pull. Ich würde ganz gern innen durch. Ah, wieder. In der Kurve kann man gut überholen, mit etwas Gewalt und etwas Scheißlinie, also sehr reifenfordernd. Aber gefühlt überholen wir überall sehr reifenfordernd. Aber es ist noch 57 Sekunden und vor uns ist das 12. Opfer. Also easy. Sollten wir locker schaffen. Gewinnen können wir das Ganze wahrscheinlich nicht. Also ziemlich sicher nicht. Die Frage ist, ob wir noch die zwei da vorne kriegen. Jawohl. Nicht wegwerfen jetzt. Kurz vor Schluss. Das wäre noch bitter gewesen, hätte ich jetzt noch weggeworfen. Aber geschafft. Also easy going. Wir hier mal wieder raus. Und schauen mal zurück ins Hauptquartier. Wir müssen jetzt auf dem Weg nach Singapur. Doch, Singapur. Ich weiß nicht mehr sicher, ob Singapur oder Malaysia. Oh mein Gott. Singapur wird hart. So Stadtkurse sind eh nicht meins und dann da auch noch, Singapur ist im Dunkeln eine Nummer für sich. Wir hoffen mal, dass es nicht so läuft wie im realen Singapur dieses Jahr.
Aber da ist eigentlich immer Action. Immer. Gut, wir haben wieder ein paar Punkte bekommen dafür. Die sind mir eigentlich relativ wurst. Oh nein. Okay, schlechte Nachrichten aus der Entwicklungsabteilung. Ein Teil ist durch die Qualitätskontrolle gefallen. Wir können das hinbiegen, aber das kostet zusätzliche Ressourcen. Das Projekt wurde gestoppt, aber du kannst die Zusatzarbeiten per Laptop anordnen. Passt die Gewichtsreduktion. Der zentrale Unterboden haben sie hart verkackt. Dann schau mal in unseren Laptop. Da was zu holen gibt. Zu wenig Ressourcen. 178 Ressourcen haben wir. Wir bräuchten jetzt nochmal 500, um das zu pushen. Die werden wir auch benutzen, aber halt erst, wenn es soweit ist, dass wir die haben. Deswegen gehe ich jetzt mal ins Training. Wir können uns hier noch kurz umgucken. Motor werden wir wahrscheinlich. Wir werden eine Strafe bekommen, weil wir unseren fünften Motor einbauen müssen. Ich werde den jetzt aber noch im Training, im ersten Training benutzen. Die anderen Komponenten sind ja noch grün. 20%. 4% und 41%. Die ist jetzt gelb, aber es ist ja nur die dritte. Also wir werden jetzt wahrscheinlich dann unseren vierten Motor einbauen. Getriebemäßig ist unser Getriebe jetzt auch schon hart im Arsch. Das heißt, wir werden auch da nochmal eine Strafe bekommen. Ne, wir haben 6 Rennen geschafft. Easy. Wir dürfen das neue Getriebe einbauen. Das machen wir jetzt gleich. Aber das dürfte uns wahrscheinlich immer noch nicht reichen für die restlichen Rennen, weil wir noch ein paar vor uns haben. Genau, ich gehe jetzt mal ins Training und wir sehen uns dann im Qualifying wieder. Bis dahin. Holla, die Waldfee, und herzlich willkommen zurück. Wir haben noch 11 Minuten auf der Uhr, haben mal wieder alles mit perfekt abgeschlossen. Ja, wir haben eine Runde verkackt. Das stimmt aber nicht ganz, wenn ich komplett irre. Obala. Das wollte ich gar nicht. Wir haben es eigentlich mittlerweile komplett geschafft gehabt auf 3 Runden. Aber hier werden noch die alten Werte angezeigt, weil ich muss nochmal fahren. Teamziele habe ich auch alle erfüllt. Dann spulen wir mal vor. Bin aktuell jetzt hier 500stel hinter Carlos, was jetzt nicht so krass ist, weil ich bin Rennstint gefahren. Also alles cool. Wenn er auch Rennstint gefahren ist, dann bin ich sehr zufrieden damit. Dann fehlen uns 51.000. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Räikkönen, Bottas und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Und wir haben das große Los. Wir dürfen 5 Plätze nach hinten wegen einem neuen Motor. Weil uns der wirklich. Ja, er ist uns flöten gegangen. Wir hatten noch 94% oder so. Also wirklich nicht viel. Da müssen wir jetzt mal gucken. Punkte. Nicht alles täuscht, sollten wir jetzt schon in der. Ja, wir. Können jetzt gleich das Chassis weiterentwickeln. Wir hören jetzt ganz kurz in die Voicemail rein und gehen dann rüber Chassis entwickeln. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. 13. und Perez schlagen 13. Okay, Perez weiß ich nicht, wie stark der Force India hier ist. Im Rennen wird es auf jeden Fall extrem schwierig. Nein, ah, oh, ich bin dumm. Ah, ich bin dumm. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ist egal. Wir machen das dann danach einfach dann. Der Himmel ist dunkel, die Lichter sind an. Willkommen beim Qualifying hier auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Das Management der Hinterreifen ist hier entscheidend. Nur allzu schnell überhitzen die Reifen und verschleißen, wenn man sich aus langsamen Kurven herausquält. Der Lotus scheint genau wie der Ferrari Schwierigkeiten mit dem Reifenverschleiß zu haben. Die meisten Lotus. Teams werden auf die ein oder andere Weise ihre Probleme haben. Da wieder mal richtig mitgedacht bei der Synchronisation. Hat einfach den alten Text eingefügt und da hat er wieder Lotus gesagt. Lotus ist aber schon wie viele Jahre nicht mehr dabei? 2, 3, irgendwie sowas an den Dreh. Gibt's doch Lotus schon gar nicht mehr. Das muss jeder für sich wissen, wie viel Geld er in dieses Spiel investiert. Wir gucken jetzt mal ganz kurz und
Setup, wie viel Sprit die uns reintun in unser Kfz. Für elf Runden brauchen wir keinen Sprit. Brauchen wir 4 Runden Sprit und speichern das. Ich fahre jetzt mal raus und wir sehen uns gleich auf der fliegenden Runde wieder. Das ist hier wirklich eine Achterbahn vom anderen Stern. Ist eigentlich immer nur Gas geben, Bremsen lenken. Also, du Schuhe. Der Wechsel. So, jetzt juckt mich in der Nase. Genau kurz vor der fliegenden Runde. Das ist jetzt ganz schlecht. Gut, ist wieder weg. Hoppala, bisschen weit rausgekommen. Hört ziemlich optimal raus auf die Gerade. Viel untersteuern hier gerade. Die Runde ist nicht so optimal bis jetzt. Ich schalte hier mal intuitiv runter, obwohl ich es gar nicht muss. Ein bisschen ärgerlich. Boah, der Schluss ist echt extrem schwierig zu fahren. Wir fahren jetzt mal rein in die Box. Die Runde sollte ganz in Ordnung sein. Ich weiß jetzt keiner, was die Rundenzeit wert ist. Aber wir fahren jetzt mal rein in die Box und dann holen wir uns mal einen neuen Satz Reifen und werden nochmal rausgehen. Bis. So, da sind wir in der Box. Jetzt schnell Reifen wechseln. Reifenauswahl, wir haben doch sicher noch genau. Entschuldigung, unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 5 Minuten auf der Uhr. Rausfahren ist die Taste. Wir fahren nochmal raus und sehen uns gleich wieder in der fliegenden Runde. Nummer 2. So. Bleiben wir jetzt mal hoch. Dann pushen wir mal. Gott sei Dank, das hat jetzt nicht zu viel Zeit gekostet. Ich habe jetzt schlimmer gerechnet. Ich hoffe mal, dass die anderen nicht im Weg stehen. Leicht die Wand touchiert, aber hat nicht viel Zeit gekostet. Und unser Teamkollege, der gibt uns jetzt ein bisschen Windschatten. Thank you.
Das war jetzt Risiko. Also, das war... Ja, ich bin sicher, dass ich die Session nicht weiterfahren möchte. Das ist die Frage, ob die anderen da eine gute Rundenzeit fahren durften, als ich da stand. War jetzt saudämlich, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Aber wollte ich das Risiko schon noch gehen? Ich weiß nicht, inwieweit die Runde jetzt besser oder schlechter oder ob die überhaupt gewertet wurde. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen. Ich denke nicht, dass sie gewertet wurde. Top 3 sind Hamilton, Vettel und Valtteri Bottas. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. 6 Zehntel wäre halt vor Perez gewesen, ne? Aber machst du nichts. Dann verlieren wir das Duell halt doch. Weil jetzt komme ich noch 5 Plätze nach hinten, dann starte ich von 15. Dann hat sich das Thema eh erledigt. Bei 2 Rivalitäten verloren, was halt echt nicht gut ist, aber sie haben uns auch einen sehr starken Rivalen gegeben, muss man auch dazu sagen. Naja. Nicht hier rumweinen, wir haben es selber weggeworfen in der letzten Kurve. 3 Punkte Vorsprung, aber er kann es halt jetzt fertig machen. Die ganzen Teams haben aber, ja, den hat es nicht so ganz gefallen, dass ich das Auto weggeworfen habe, habe ich so das Gefühl. Dann gehen wir jetzt noch kurz in den FE-Baum. Jetzt mal wirklich in den FE-Baum. Und bestellen das Teil neu. Komm, hau rein. Wir brauchen dieses Teil. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Checkt dann auch die Videos aus, die jetzt hier sind. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.